Tonspur. Der Zack Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Tonspur, dem Zack Podcast. Es ist Freitag und somit gibt es wieder aktuelle News rund ums Zack. Mein Name ist Zoe, ich arbeite in der Programmplanung. Ja, und ich bin Heike, ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wir sitzen heute in einem ganz besonderen Raum. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, dann hättet ihr den Blick in den Backstage-Bereich. Aber der bleibt uns vorbehalten und den Künstlerinnen und Künstlern. Unser Backstage, der hat schon einige Male Geschichte geschrieben und die Eingangstür zum Backstage war sogar mal im Stadtmuseum. Ja, ich erinnere mich zum 25-jährigen Zack-Jubiläum, ja, glaube ich. Ne? Ja, genau. Themen heute sind, die Pixelbörse steht vor der Tür, Zack mit mehr als 30 Veranstaltungen im August, krass. Im Interview haben wir Sophie, Teilnehmerin unseres Projekts Democracy Now. Zack sucht den Super-Hinterhof und am Schluss noch ein kleines Resümee zur Lebensmittelausgabe, die ja in den letzten Monaten bei uns im Biergarten beheimatet war. Aber fangen wir erstmal an mit einem kleinen Rückblick. Letzten Freitag hatten wir eine schöne Ausgabe von Feierabend Flaschenbier mit DJ Ingbart. Es war richtig gut was los bei uns im Biergarten und auch das Wetter hat fast den ganzen Abend mitgespielt. Vor 2 Wochen Freitag war ja Björn Pankratz von Piranha Bytes bei unserer Veranstaltungsreihe Kultur aus der Konsole zu Gast. Das war echt ein schöner Abend und vor allem total kurzweilig. Dem Mann kann man ein Mikro geben, setzt ihn auf die Bühne und dann kann der 2 Stunden erzählen und es ist einfach super. Ungefähr so gut wie YouTube, vielleicht sogar besser. Und ich liebe YouTube. Wie wir alle wissen. Und Sonntag in einer Woche ist dann auch passend zum Thema Gaming unsere Retro-Spielebörse. Bei gutem Wetter ab 12 Uhr im Biergarten. Es gibt noch 2 oder 3 Stände, dann sind wir ausverkauft. Wenn ihr also noch einen alten Karton mit Spielen im Keller haben solltet, dann kommt gerne vorbei. Wir stellen Tisch und Stuhl, ihr müsst euch also um nichts kümmern. Anmeldungen einfach unter konsole@zack.de. Ja, cool. Ja, so wie der August, wenn man da auf das Programm guckt, das ist wirklich unglaublich. Wir haben da um die 30 Veranstaltungen. Also schon eigentlich ziemlich viel zu bieten, auch aus allen Sparten. Natürlich machen wir das unter den gegebenen Corona-Umständen. Wir betonen es ja jedes Mal, es sind kleinere Formate, die Sicherheit geht natürlich vor. Aber wir haben schöne spanische Sommerkonzerte für die Fans des Spanischen Abends, der ja leider nicht stattfinden kann. Wir machen eine Konzertreihe mit Locals, hier mit lokalen Musikerinnen und Musikern unter dem Thema Summer Tunes. Und wir haben ganz schöne, informative Vortrags-, Diskussionsveranstaltungen. Manches davon ist an Projekte angebunden. Und da sind wir gleich schon bei unserer Interviewpartnerin, zu der du gleich überblenden wirst. Denn Sophie ist Teilnehmerin unseres Democracy Now-Projekts, ein echter Zungenbrecher. Aber wir haben es geübt. Genau, und wie immer haben wir das Gespräch natürlich vorher aufgezeichnet und blenden nun über. Hallo, Sophie. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Es geht um ein Projekt, an dem du teilgenommen hast und was jetzt auch noch läuft. Das trägt den Titel Be Loud, Democracy Now. Was ist das für ein Projekt, Sophie? Das ist ein Projekt vom Zack, was sich speziell auf die Kommunalwahlen, die im September anstehen, spezialisiert und hat das Ziel, quasi in der Gesellschaft, besonders auch bei jungen Leuten, dafür aufmerksam zu machen, hey, ihr habt eine Stimme, ihr habt ein Wahlrecht, geht doch wählen. Genau, ab 16 darf man ja wählen bei der Kommunalwahl. Und ihr habt euch da aber ja nicht jetzt alleine getroffen, junge Leute unter sich, sondern ihr hattet Menschen, die euch angeleitet haben. Wer war das? Das war einmal der Max, der ist Politikwissenschaftler, hat das eben studiert und gibt selber auch Workshops in Schulen zur politischen Bildung. Dann der Dennis, der Designer ist, viel T-Shirt-Designs, aber auch im sozialen Hintergrund irgendwie aktiv ist. Und die Valerie, die hauptberuflich Journalistin ist. Wie viele Leute wart ihr? Wir waren 10 Teilnehmerinnen. An einigen Tagen war auch ein Junge dabei tatsächlich. Okay. Aber 10 Mädchen aus verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Nationalitäten. Okay. Und ihr habt euch jetzt vor kurzem eine Woche lang getroffen. Das war sozusagen wie so eine Initialzündung, eine Intensivwoche. Was ist da zum Beispiel passiert? Wir haben zum Beispiel über Siebdruck unsere eigenen T-Shirt-Designs, wir haben Graffiti gesprüht, wir haben unsere weiteren Kampagnen geplant, die wir eben über den Instagram-Account
BeLoud auch veröffentlichen. Mhm. Heißt das jetzt Kampagne von jetzt sozusagen bis zum 13. September? Genau, also wir wollen über diesen Kanal verschiedene Infos bezüglich der Kommunalwahl geben, welche Parteien zum Beispiel gibt es, wer darf wählen, ab wann darf man wählen, wie darf man wählen, also zum Beispiel Briefwahl oder direkt in einem Wahlbüro. Also so ein bisschen Aufklärung auch, weil junge Menschen vielleicht auch gar nicht immer so genau wissen, wen soll ich jetzt wählen, wie komme ich an die Infos ran und solche Dinge. Ne? Genau, besonders weil ja die Kommunalwahlen ab 16 sind und das eigentliche Wahlrecht ja erst ab 18. Und du sprachst eben von T-Shirts, kannst du mal ein Beispiel geben? Genau, mein eigenes T-Shirt hatte vorne einen Aufdruck FSK 16, eben um auf dieses 16 Jahre Alter anzusprechen. Mhm. Und des Weiteren ein Schriftzug, problematisch bleibt, dass über 700.000 Nicht-EU-Bürgerinnen halt nicht an der Wahl teilnehmen dürfen. Und hinten noch den Schriftzug, Demokratie braucht jede Stimme, um eben darauf hinzuweisen, dass besonders NRW ein Bundesland ist, was sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund hat, die eben keine Möglichkeit haben, ihrer Stimme Ausdruck zu verschaffen. Das sind ja wichtige politische Botschaften. Die habt ihr dann jetzt auf einem Shirt, also jeder hat ein Shirt. Wird das nochmal irgendwie multipliziert, diese Botschaft? Sucht ihr da auch noch andere Wege? Wir werden die in der nächsten Woche nochmal vervielfältigen und zum Beispiel bei dem Edelweiß-Festival wollen wir sie verkaufen, aber wir wollen die verschiedenen Designs auch auf Sticker drucken oder auch auf Transparente und die ebenso auch im Raum Düsseldorf verteilen. Super, cool, Sophie. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn es dann auf den 13. September die Kommunalwahl zugeht, nochmal mit dir oder vielleicht auch mit einer anderen Teilnehmerin sprechen und da erfahren wir nochmal, was in der Vergangenheit passiert ist. Viel Spaß dir, viel Erfolg und vielen Dank. Danke. Das war das Gespräch mit Sophie, Teilnehmerin unseres Projekts Democracy Now. Und wo wir gerade bei dem Thema Kommunalwahlen sind, noch eine kleine Anekdote. Es gibt drei Freunde, mit denen ich gelegentlich mal durch die Gegend ziehe und immer wenn wir vier zusammen unterwegs sind, treffen wir Thomas Geisel. Also komm, du folgst ihm doch auf Facebook, Sumi. Aber ich schaue abends nicht. Ja, ist klar. Aber es ist wirklich ein Gesetz, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann ist er da. Letztens waren wir zusammen in der Buga, haben da ein bisschen was gespielt und dann wollte ich noch einen Drink kaufen gehen und war dann gegenüber von der Kassette beim Bütchen. Und wer sitzt da? Thomas Geisel. Dann sind wir letztens bei einer Ausstellung gewesen. Wir laufen in so einen Hinterhof rein, um diese Ausstellung zu besuchen. Und wer kommt raus? Thomas Geisel. Das ist schon immer ein Lacher. Immer wenn wir unterwegs sind, gucken wir uns schon um und denken uns, wo ist er? Okay, mit anderen Worten, wenn du mit deinen drei Freunden mal zu einer unserer Hinterhoflesungen kommst, die jetzt im August stattfinden, können wir sicher sein, der OB wird auch dabei sein. Definitiv. Also ich erwarte dich dort, Sui. Die Hinterhoflesungen, vielleicht ganz kurz erklärt, ein sehr erfolgreiches Format seit, glaube ich, 2013, immer an drei Donnerstagen im August, schicken wir drei Autorinnen und Autoren in unterschiedliche Hinterhöfe, beziehungsweise pro Abend in einen Hinterhof. Dort wird gelesen, kostenlos, unter freiem Himmel, wird super gut angenommen, ist wahnsinnig beliebt. Für dieses Jahr, genauer gesagt für den 27. August, fehlt uns jetzt ein Hinterhof. Da ist uns leider einer durch die Lappen gegangen. Wenn ihr also eine Idee habt, wenn ihr nette Vermieterinnen, Vermieter habt und einen Hinterhof, wo ungefähr 80 Leute Platz finden, mailt uns an info@zack.de und dann kriegt ihr vielleicht Besuch von OB Geisel und Sui und seinen drei Freunden. So wie der Podcast jetzt gleich auch schon wieder zu Ende ist, ist in der letzten Woche die Lebensmittelausgabe bei uns im Biergarten zu Ende gegangen. Insgesamt waren sage und schreibe über 8000 Menschen da. Und da muss man noch dazu sagen, Sui, wir haben ja Befragungen gemacht. Also wir wissen ganz genau, wie viele Menschen da waren, woher die kamen und so weiter. Von den 8000 haben uns ein Drittel berichtet, dass sie eine Familie mit mehr als drei Personen zu versorgen haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass die Lebensmittel für noch viel mehr Menschen nötig waren. Und wir haben ein Team gehabt von rund 50 Helferinnen und Helfern, zum Teil ehrenamtlich, zum Teil waren sie angestellt. Und die haben an 59 Tagen hier die Tore des Biergartens geöffnet. Da können wir krass wirklich stolz sein, aber mittlerweile brauchen wir eben die Räumlichkeiten
für unsere Kulturarbeit zurück. Für unsere 30 Veranstaltungen im August. Genau, die wir eben erwähnt haben. Die Not ist natürlich nicht geringer geworden, aber das ist ein anderes Thema und den Ball müssen wir an die Politik zurückspielen. Den spielen wir jetzt zurück und wir sind schon am Ende der Ausgabe, wünschen euch alles Gute und bis dahin. Einen schönen August euch.